Wieso bezweifle ich das? Und vor allem, wer war der Typ mit der Kapuze im Hintergrund? Der muss spät dran sein. Und sie sehr schön. Fragen über Fragen. Da solltest du eigentlich nicht hin. So, da hoch. So. Die ganzen Leute strömen alle schon in die Richtung. Ganz schön verwinkelt alles hier. Oh, da müssen wir gar nicht mehr hin. Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Was sind da für Menschenauflauf? Okay, da steht unsere Familie. Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt! Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen! Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben! Ich schwöre, wir werden! Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Wow. Der hat eine dicke Rüstung. Aber Tetin. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Alles klar. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Ich mag das nicht. Irgendwie mir am Sack. Alter! Die Musik ist gerade sehr laut. Aua! Aua! Hör auf damit! Oh, ich muss mal ihn. Muss mal eben die Musik leiser machen. Tut mir jetzt sehr leid, aber. Mir fliegen gerade die Ohren weg. Wo ist es denn? Da, Musiklautstärke. Nur 5. Kommt mir das jetzt nur so vor oder ist das genauso laut wie gerade? Am Morgen liebe ich den Geruch von Geröll.
So, sind wir versteckt. Ich guck nochmal kurz wegen der Musik, das ist mir viel zu laut. Machen wir alles mal auf 5. Sequenz 1 beendet. Sehr schön. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Cerezio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Okay, wir müssen noch da vorne. Tja, Vater und Brüder gehängt. Und wir sind auf Rache aus. Aua. Da rechts im Ecke steht eine Wache. Nein, das ist nicht. Nein, nicht auf mich losgehen. Puh, knapp. So, wir haben jetzt neue Aussichtspunkte. Nur den einen im Moment. Den machen wir sofort und dann springen wir runter, machen die Story weiter. Da drüben, okay. Hier geht's hoch. Schwuppdiwupp. Will ja nichts sagen, ne? Aber für mich sieht das nicht wie ein übliches Wohnhaus aus. Okay, das ist kein übliches Wohnhaus. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annetta hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke.
Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Hm. Mein Gott, gerade einen Schluck getrunken, ist die Videosequenz schon vorbei. Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Wir werden uns gut um dich kümmern. Das glaube ich euch. Okay, also das heißt, wenn mindestens zwei Personen um mich herumstehen, sind wir geheidet, also versteckt. Das. Hoch. Wieso geht das jetzt nicht? Okay. Das war jetzt irgendwie komisch. Ich habe den einen aus Versehen bestohlen. Das wollte ich nie. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Mhm. Meine Mädchen zeigen euch wie. Nicht sehr. Das geht wieder nicht. Was ist das für eine Scheiße? Ja, toll. Ich konnte mich zwischen den Zivilisten nicht verstecken, aber. So, bei euch kann ich mich verstecken. Salve. Guten Tag. Wahrscheinlich je größer die Gruppe ist, desto weniger werde ich entdeckt. Eigentlich kein Problem, ne? Wenn es denn funktioniert. So, das hat bisher schon mal gut geklappt. Außer der Anfang. Okay, ist jetzt gerade keine Gruppe. Setzen wir uns so lange hin, bis eine größere Gruppe kommt. Irgendwie klappt das mit dem Verstecken nicht so hundertprozentig. Zum Beispiel hier haben wir jetzt drei Leute im Prinzip, aber... Na gut, wir haben es eh geschafft jetzt, aber... Irgendwie ist das komisch.
Dann geh rein. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! No. Ich wurde Hilfe! Seid achtsam. Ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Oh, kommt auch noch mal welcher? Porco Demonio, meine Börse ist fort! Merda! Laju, da ist er! Auf ihn! Wird. Laju, da ist er! Auf ihn! Ja, gib's ihm! Gib's ihm drauf! Was wollt ihr von mir? Mach ihn fertig! Ja! Hau ihn! Hau ihn! Ja! Hat mehr oder weniger gut geklappt. Da! Auf ihn! Oh, nö. Nein, komm, lass es. Noch einer? Hatte nie eine Chance. Und das stimmt allerdings. So, Fähigkeit stillen haben wir erlernt. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah. Ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat.